Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Da steht's, das Schmankel. Nun, da habe ich eine ganze Zeit lang drauf gewartet, muss ich mal so sagen. Und ja, Ende gut, alles gut. So. Mit der hier hoffe ich das jedenfalls, dass es so ist. Packen wir gleich aus, gucken wir uns gleich genauer an, das gute Stück. Vorher noch ganz kurz, wer Gunter sein Video geguckt hat, der hat es schon erfahren. Also bei mir war die 110er auch da. Jetzt ist er wieder auf dem Rückweg. Ob die getauscht wird, ob ich neu kriege, jetzt, ich weiß alles nicht. Verpflichtet sind sie eigentlich nicht dazu, das Geld zurückzuzahlen. Ich denke mal. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und werde wohl warten müssen, bis er aus der Reparatur wiederkommt. So wie Gunter wohl erzählt hat mit seinem Kumpel, der wohl schon die Antwort gekriegt hat, dass da nichts geht, dass die zurück ins Werk gehen. Wird mir wohl so gehen. Also, man wird sehen. Ich warte jetzt einfach ab. Ich habe sie heute losgeschickt. Denke mal, Montag oder Dienstag ist er dort. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, also meine Erfolgsquote mit dieser Lok, also die 108er und die 110er, sind ja beide vom Prinzip her dieselben. Erfolgsquote 50%. Ist, glaube ich, etwas verbesserungsbedürftig, Rocco. So, so viel dazu. Jetzt aber zum Schmankel. Darum soll es eigentlich gehen. Ach so, und natürlich schön dritten Advent. Morgen ist der dritte. Aber wenn ihr das Video seht, ist es heute. Also, wenn ihr das Video seht, ist der dritte Advent. Deswegen drei Kerzen. Ja, genau. Also, ich sag's mal auf gut Deutsch: Wir packen aus. Also, wenn ich sie mir so angucke. Das ist einfach nur ein wunderschönes Modell. Mir gefällt die richtig gut. Ich habe keine Oberleitung. Ich werde auch nie eine Oberleitung haben auf meiner Strecke. Ich will das nicht. Erstmal ist es ein Riesengefriemel, ein Schweinegeld, was das kostet. Und man kommt nirgendwo mehr richtig hin mit Putzen. Also, aber zwei E-Loks habe ich. Eine habe ich ja zwischen den beiden, die E4. Muss ich jetzt direkt gucken, wie die heißt. Moment. Das sage ich euch doch gleich. Kennen wir doch gar nichts. Wo ist sie denn hin? Die 242. Also, die 242 habe ich ja zwischen den zwei Steuerwagen von Tillig. Und jetzt diese hier noch. Und dann ist Schluss mit E-Loks. Mehr E-Loks gibt es nicht. Und jetzt ist eh die 110er kommt noch. Ich weiß, ich hatte das schon mal gesagt, aber dann ist wirklich Ende. Ende. Schluss mit lustig und mit der Kauferei. Aber dann habe ich auch so viele Loks. Irgendwann ist halt einfach mal gut. Es bringt mir nichts, wenn 50% meiner Loks nur an der Vitrine stehen. Ich bin ja kein Vitrinensammler. So, jetzt war das Mikro wieder ziemlich weit weg. Ich hoffe, ihr konntet mich trotzdem halbwegs hören. Ich versuche das dann wieder ein bisschen einzupegeln. Also, wie gesagt, ja, so viel zum Thema Oberleitung. Also Oberleitung wird es bei mir nicht geben. Das ist mir aber auch Wurst. Die fahren auch ohne Oberleitung. Das sind die neuen E-Loks Perpetuum mobile. So, also wie gesagt, von der Bedruckung her ist die wunderschön. Ich hatte sie schon mal ausgepackt. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie die eingepackt ist. Wunderschöne Lok. Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, Probe gefahren. Ich habe jetzt mal hier den Analog-Trafo angeschlossen. Wir fahren die mal analog. Kurz Probe hier hin und her. Näher zeigen tue ich es euch dann hier unter der Kamera. Die Probefahrt gucken wir mit der Kamera. Und ja, schauen wir es uns mal an. Was das Digitale anbetrifft, da bin ich jetzt echt noch am Grübeln. Mache ich einen ESU-Log-Sound rein und tue sie besounden. Sie hat ja die Vorrichtung für einen Lautsprecher.
Oder lasse ich den Lautsprecher weg, mache ich einen Lok Pilot rein und mache sie ohne Sound. Hat sie halt keine Bahnhofsdurchsage und kein Dings. Fahrgeräusche sind ja eh so eine Sache für sich bei der E-Lok. Weiß ich noch nicht. Muss ich jetzt sehen, was ich da wirklich vom Stapel lasse. Bin ich mir noch nicht ganz einig. Was wichtig ist, ist, dass der Decoder, der reinkommt, Susi bedienen kann. Das ist wichtig, weil Tirik ist da jetzt genauso weit wie Pico. Also da ist nochmal ein Extra-Decoder mit drauf, der über Extra-Decoder, nenne ich es mal, der über die Susi-Schnittstelle angesteuert wird, wo dann die Führerstände und die einzelnen Beleuchtungen, der hat ja Rangierlicht, vorne und hinten jeweils ein Licht und so. Und das wird über die Susi, über die gesteuert. Also, ja, muss ich da einen Decoder reinbringen, der, wo die Susi aktiviert ist und vor allen Dingen der auch Susi bedienen kann. Kann der Lokpilot und kann auch der Lok-Sound. Also, es ist. Werden wir sehen. Lasst euch überraschen. Das Video folgt dann die Woche über. Heute ist erstmal nur Vorstellung. Also, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das ist die E77, der DR. Wunderschönes Modell. Gibt's gar nichts dran. Schuld, dass ich die habe, ist maßgeblich Harry. Radau Bruder Harry heißt der Kanal, aber ich glaube, den kennen relativ viele. Im Gegensatz zu seinem Namen, recht netter Mensch, würde ich sagen. Gruß Harry. Ja. Er hat die Lok damals vorgestellt. Also ich kenne Leute, die haben 2 Jahre, fast 2 Jahre auf die Lok gewartet. Aber er hatte die Lok vorgestellt und ja, die hat mir sofort gefallen. Dann habe ich mich im Netz umgeguckt und war natürlich überall ausverkauft, die Lok, logisch. Und da habe ich sie beim Händler bestellt, vorbestellt sozusagen. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt war, 3 Monate oder so oder 4, bis die jetzt kam. Und jetzt kam sie halt die Woche. Ich hätte sie auch schon früher vorgestellt, aber die Woche hatte ich ja noch das Projekt mit der 108er. Und das kleine Ärgerlein mit der 110er. Und deswegen ist das Schmankerl jetzt heute dran. Also wie gesagt, wir gucken uns das jetzt mal kurz an, wie sie fährt. Hin und her, hoch und runter, rüber und über. Und was ich dann digitalisiere und was nicht, entscheide ich dann im nächsten Video. Und genauer angucken, mal so ganz vom Nahen und so machen wir dann hier gleich noch mit. Also, ich drehe euch jetzt mal kurz den Rücken zu, so halbwegs. Ja, Kerzen aus. Und so. Ach, übrigens kam auch ein Hinweis aus der Bevölkerung. Da. Jetzt habe ich neue Schilder gedruckt. Blockstelle Tal und Haltepunkt Tal. Habe ich falsch geschrieben. Tja, ich und meine Rechtschreibung. Das ist echter Graus, aber so ist es jetzt halt. Jetzt ist es richtig geschrieben. Also die Schilder kommen dann auch noch dran. So. Nehmen wir es erstmal, setzen sie aufs Gleis und schauen, was er macht oder was er nicht macht. Mal gucken, ich mache mal kurz hier das Licht an, ob man es dann besser sieht. Ja, ein bisschen. Den Karton noch beiseite, das beiseite. So, sie sitzt. Gut. Die analoge Multimaus. Und dann wollen wir mal gucken. Allerdings ist der Regler hier auch, ja, es ist nicht mehr der Beste, dieser Fahrtravo.
Sie macht leichte Geräusche, aber nicht schlimm. Lichtwechsel funktioniert. Das ist man eben als Digitalbahner nicht mehr gewöhnt, dass das Licht nicht mehr leuchtet, wenn sie steht. Das ist jetzt halt noch was ganz anderes. Aber sie fährt, also einwandfrei. Gibt es erstmal nichts zu meckern. Wirklich wunderschöne Lok. Bin ich echt richtig begeistert. Die gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, die 110er kommen dann ja wieder. Die habe ich jetzt halt nochmal bestellt. Wenn die dann da ist, ist das die letzte Lok. Einzige, wo ich mich wirklich breitschlagen lassen würde, nochmal eine Lok zu kaufen, wofür ich auch sparen würde, wäre eine Baureihe 86, aber eine komplett Neukonstruktion. Ich hatte mir ja die Neuauflage von Tillig damals geholt, die Usedomer mit den Windblechen. Aber die sind zu leicht. Es ist vom Aussehen her nicht das, was ich. Also, da sind meine Ansprüche, glaube ich, etwas zu hoch, um mit der Lok. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber mir hat sie nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, wenn da mal was Neues rauskommen würde, da würde ich, glaube ich, wieder zuschlagen. Aber ansonsten bin ich wirklich durch mit meinen Loks. Ich habe Dampfloks genug, ich habe genug Dieselloks. Ich habe jetzt zwei E-Loks. Also ich habe loktechnisch ausgesorgt. Der Wagen wird es immer mal wieder geben, wenn mir einer gefällt. Aber loktechnisch ist dann erstmal so weit rum. Aber ich habe noch einige da stehen, die ich noch umbauen muss oder fertig umbauen will. Und da geht uns die Arbeit nächstes Jahr nicht aus. Und jetzt ist ja auch hauptsächlich Landschaft dran. So, gut, da sehen wir uns gleich hier an der Kamera. Zeige ich es euch nochmal ganz genau. Und ja, bis gleich. Euer Werner. Ach so, und wer jetzt neu da ist, gell? Abo da lassen. Ja, cool. Daumen hoch. Super cool. Glocke aktivieren, wenn ihr wissen wollt, wenn ich wieder euch auf den Geist gehe. Und einen Kommentar immer wieder gern gesehen. Ciao, euer Werner. Und natürlich schön Adventszeit, gell? Habe ich zwar schon mal gesagt, aber kann man nicht genug sagen. Bis dann. Da ist sie, das gute Stück. Wie ihr seht, das Dach, der Dachaufbau, sehr detailliert. Pantographen funktionieren. So. Wenn ich sie jetzt auf die Seite lege, mal ganz vorsichtig. Also sie ist fein detailliert, sie ist fast komplett zugerüstet. Ganz feine Lok. Also ich kann hier wirklich in keinster Weise irgendwie meckern. Bin ich wirklich total begeistert von dieser Lok. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also da muss ich jetzt mal echt sagen, Daumen hoch, Tillig. So, wenn ich sie so rumdrehe, auch alles tippitoppi, einwandfrei, ganz hauchfein bedruckt, wunderschöne Lok. Also ich bin hier einfach nur total hin und weg. Ja, also jetzt haben wir sie gesehen, das gute Stück. Mal gucken, kriegen wir sie so noch in die Kamera. Da muss ich, glaube ich, mal wieder ein Stück zurück.
So, da sieht man mal das Schnäuzchen. Also eine wunderschöne Lok. Ganz, ganz wunderschön. Das ist echt der Hammer. Also darauf zu warten, das hat sich mal richtig gelohnt. Also mir gefällt sie gut. Was ich jetzt mit der Digitalisierung mache, ob Lok Pilot oder Lok Sound, die Entscheidung werdet ihr in den nächsten Tagen bekommen. Also, ich danke euch für euer Interesse. Jetzt habt ihr gesehen, was ich jetzt vorhab. Wie es jetzt mit meiner 110er weitergeht, wie gesagt, keine Ahnung, werden wir sehen. Haltet euch aber auf dem Laufenden. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiter Interesse daran habt. Also, bis dann, tschüss, euer Werner und danke fürs Reinschauen.